Es ist schon seit 1950 eine Tradition. Jedes Jahr am Pfingstsonntag treffen sich die ehemaligen Einwohner eines Dorfes, das es nicht mehr gibt. Gruorn, das während der NS-Zeit eine Erweiterung des Truppenübungsplatzes Münsingen weichen musste. So auch heute. Pünktlich um 11 Uhr war es Zeit, die Glocken zu läuten. Das Pfingsttreffen in Gruorn hat offiziell begonnen, und zwar mit einem Gottesdienst. Der wurde von Dekan Michael Kavonopoulos gehalten und von der Stadtkapelle Münsingen musikalisch umrahmt. Es ist der Beginn des Heimattreffens, das jedes Jahr traditionell an Pfingsten veranstaltet wird. Gruorn musste 1939 von allen Einwohnern geräumt werden, weil der nahegelegene Truppenübungsplatz vergrößert werden musste. Knapp 10 Jahre später haben sich die ersten Gruorner aber wieder getroffen. So, der Grund war eigentlich, damals war die Kommunikation noch viel schlechter wie heute. Und dann hat man sich erzählt, was ist passiert, wo sind Kinder geboren, wer hat geheiratet und so. Das war so an Pfingsten immer der Austausch über die Gruorner. Und das hat sich bis heute gehalten. Inzwischen kommen vor allem die Nachfahren der früheren Gruorner zum Treffen, teilweise bereits in der 4. Generation. Aber eine Handvoll der früheren Gruorner gibt es heute noch. Für sie hat das Treffen eine große Bedeutung. Schön ist es. Das ist nicht zu bezahlen mit Geld. Ja, das ist Erinnerung, was ich nicht vergesse. Da kann ich das ganze Jahr wieder zehren. Ja. Das ist immer wieder Erinnerung, aber ich war ja damals erst 1,5 Jahre, wo wir gegangen sind. Wir sind damals am 4. März ausgezogen, 1939. Wir sind damals gegangen nach Oberschwaben, das ist bei Biberach bis. Auch heutzutage steht das gemeinsame Zusammensitzen und Austauschen im Mittelpunkt des Treffens. Darüber hinaus gibt es auch Vorträge und Führungen. Außerdem können Interessierte einen Blick ins Museum werfen. Damit ist das Pfingsttreffen auch ein Ausflugsziel für Radler und Wanderer. Auch wenn hier keiner mehr wohnt, sollen die restlichen 2 Gebäude, das ehemalige Schulhaus und die Kirche, instand gehalten werden. Dazu zählt auch die Sanierung der Kirche. Nach langem Dahindümpeln mit der Finanzierung hat es vor einem guten Jahr Fahrt aufgenommen. Und wir haben dann Gespräche gehabt mit dem Landkreis, Regierungspräsidium, Stadt und auch die Industrie hat sich ansprechen lassen, sodass wir dieses Ziel von mindestens 1 Million fast erreicht haben. Wenn es gut läuft, können schon diesen Herbst die Bauarbeiten beginnen. Gerade sei man schon in der Planungsphase. Die Bauzeit beträgt ungefähr 2 Jahre und Weber ist zuversichtlich, dass die Kirche dann wieder in neuem Glanz erstrahlen wird. Zuerst aber ist Allerheiligen ein wichtiges Datum im Kalender, denn da wird das nächste Heimattreffen gefeiert.